So, meine Freunde, wir sind gleich jetzt in der Base. Wir werden den Wagen natürlich mit reinzerren. Wie sieht es mit unseren Vitalwerten aus? Naja, wir können uns was zu essen kochen. Oh, waschen müssen wir uns. Na, wir werden uns jetzt erst einmal den Wagen entledigen und die Bücher rausschmeißen. Da gehen wir doch hier hoch. Komm, schusch hier unten rein. Tür zu und jetzt hier durch. So. So, den Wagen haben wir erstmal hier abgestellt. Bücher. Da werden wir doch gleich erstmal reingucken. Wieso hatten wir da schon mal noch den Bauhammer rein? Ich habe ihn dir doch gar nicht in der Hand gegeben. Aber bin ich doch vielleicht drauf gekommen. Alles klar. So. So, was haben wir hier? Meister der Waffen. Das ist das hier. Meister der Waffen Band 2. Meister der Waffen Band 4. Haben wir hier mal Meister der Waffen Band 4. So, das Blaue. Das Blaue ist Medizin Band 1, Band 3, Band 2. Dann haben wir Band 4, haben wir Band 1. So, dieses hier, Elektrotechnik. 1, 2, 3 brauchen wir und die 4. Die 4 haben wir hier. Ingenieurwissenschaften ist voll. Band 1 haben wir. So, was das ist, eine ganz neue Sache hier. Das ist Kochen. Ah, da müssen wir uns noch irgendwo in, gleich nebenan, irgendwo jetzt, Moment, müssen wir das mal umräumen. Zeichnungen, wie viel haben wir da schon drin? Oh, da haben wir aber auch schon den ganzen Sack voll drin. Aber den können wir irgendwo anders hinschaffen. Denn wir haben noch mehrere Zement hier unten. Da kann erstmal da unten raus. Seht ihr das? Den Zement können wir erstmal rausräumen. So, da nehmen wir die Zeichnungen. Habe ich ja noch irgendwo was frei? Nee. So, was ist denn das? Ja, Schneiderei. Man kann auch hier unten die Bücher reintun. Ist egal, da sind sie aber in unmittelbarer Nähe. So, die benennen wir mal um. Bücher 2. Bücher Teil 2. Ne, reicht Bücher 2. Schließen und das nennen wir... Ach, ja, ist doch gut. Haut dir den Finger wund, jawohl. Immer wieder drücke ich diese. Ah ja, gut. Bücher 1. So, so viel Ordnung muss sein. So, was haben wir hier drin? Das müssen wir uns mal merken. Hier haben wir drin Maschinenbau, Ingenieurwissenschaften, Metallurgie, Elektrotechnik, Medizin, Zucht und Landwirtschaft. Doch, hier haben wir doch noch. Band 2 kann man hier rein. Und Band 1 ist auch voll. Gut. Meister der Waffen fehlen uns noch welche. Und das ist die Schneiderei. Schneiderei Band 5. Hier rein. Dann haben wir Schneiderei. Wo ist denn jetzt der Band 5 hin? Den habe ich doch gerade hier reingetan. Wo ist denn der? Den habe ich dann aufgeschnippt. Alles klar, gut. Nochmal. Dann haben wir noch die. Ich hatte doch noch eine Schneiderei gerade in den Händen. Da ist er wieder weg. Ist er abgestürzt? Nee. Band 1, Band 2, Band 5. Der hat doch gar nichts hier oben zu tun. Maschinenbau, der ist doch voll. So, Meister der Waffen Band 4, Meister der Waffen Band 5. Hier rein. Band 3. Gut. So. Habe ich das ja nicht? Habe ich doch umbenannt, oder? Nicht richtig. Ah, nicht richtig. Alles klar.
Bücher 2. Speichern habe ich vergessen drauf zu drücken. Alles klar. So, da schauen wir mal, was wir noch für Bücher dabei haben. Elektrotechnik. Haben wir die da drüben? Weiß ich nicht. Kleinen Moment, meine Kollegen. Freunde, ich muss es mir jetzt mal auf einen kleinen Spickzettel notieren. Ich bin schon etwas älter. Ich vergesse das. Ich mache mal einen ganz kurzen Cut hier. So, jetzt räumen wir hier die nächsten rein. Ingenieurwissenschaften haben wir, Elektrotechnik, Maschinenbau haben wir, Maschinenbau, Medizin, Maschinenbau, Metallurgie, Elektrotechnik, Medizin, Maschinenbau. Das ist sehr viel, gibt es wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Kochen. Band 5. Kochen Band 4. 1, 2, das muss alles noch eins rüber. Alles klar. Dann haben wir drin Metallurgie, Maschinenbau haben wir. Landwirtschaft haben wir. Medizin haben wir. Gut. Jetzt gucken wir mal, was wir hier drin haben. Ingenieurwissenschaften haben wir doch. Zucht und Ordnung, Metallurgie, Kochen, Band 5 haben wir schon. Haben wir Kochen Band 5 schon drin, glaube ich. Kochen Band 5, Kochen Band 2. Nochmal Band 2, das war's auch schon. Ja, aber nee, hier haben wir Band 1. Band 2 haben wir so oft. Maschinenbau, Schneiderei, Band 2. Den nehmen wir mal mit hier rüber. Medizin. Medizin Band 5 brauchen wir. Das ist Band 1, Band 3. So, und das ist Meister der Waffen. Kochen haben wir jetzt hier drüben. Nee, Kochen. Band 5, Band 4. Band 5, Band 4, Band 1, Band 2. Fehlt uns noch der Band 3. Elektrotechnik. Haben wir schon drüben. Maschinenbau haben wir drüben. Das ist Metallurgie, haben wir auch drüben. Landwirtschaft ist voll. Medizin. Da muss ich schauen. Was fehlt uns noch? Band 5. Medizin Band 3. Sagen wir hier Medizin Band 4. Und das hier ist Elektrotechnik Band 3. Band 5. Elektrotechnik haben wir nicht. Haben wir nicht dabei, ne? Band 5 haben wir. Medizin Band 5. Den können wir lieber rein. Das tun wir mal hier rein. So, und die ganzen Anleitungen, die nehmen wir mal raus. Den Helm tue ich mal wieder hier drüber. Halt. Die Anleitung wollen wir ja hier mitnehmen. Haben wir hier noch Platz? Nee. So, was haben wir noch drin? Ingenieurwissenschaft, Medizin. Die sind alle doppelt. Die können wir alle wegschaffen hier. Meister der Waffen, Band 3 haben wir. Der ist schon drin. Hier haben wir Meister der Waffen Band 4, Meister der Waffen Band 5. Müssen wir doch nochmal schauen. Da schauen wir nochmal hier rein. Meister der Waffen Band 1 fehlt uns. Band 3. Meister der Waffen, Band 4, Band 5, Band 2, der Band 1 fehlt uns. Das alles andere ist doppelt. Schneiderei, Hammer. So, alles klar. Jetzt räumen wir mal die Zeichnung rein.
Da haben wir doch auch schon einiges. Ach je. Kühlschrank haben wir. Nähmaschine haben wir auch mitgebracht. Metallbogens. Alter, da schauen wir doch mal. Nähmaschine brauchen wir nicht. Na, das sortieren wir alles. Erstmal alles hier rein. Erstmal alles hier rein und dann werden wir sehen, was wir davon gebrauchen können. So. Jetzt gehen wir mit unseren Büchern, die wir haben, gehen wir mal hoch zu dem Kollegen. Und die restlichen, die nehmen wir dann mal halt hier aus noch Baupläne. Bauplan, Bauplan, Bauplan. Die räumen wir noch hier rein bei der Zeichnung. So, das müssen wir dann alles mal sortieren. Bauplan, Bauplan, Bauplan. So. Jetzt haben wir uns eigentlich den Zement weggenommen. Haben wir noch irgendwo eine Kiste frei? Hier. Aber da wollte ich eigentlich die Klamotten reintun. Mützen, Handschuhe, Hosen, Oberteile. Naja, gut, die können wir jetzt erstmal hier reintun. Machen wir erstmal hier unten in eine Büchse, dann machen wir Zement in eine Büchse, in eine Kiste. Zement. Speichern. So, Gott, den hier, nein, den hier. Wir müssen wieder welchen machen oder wieder welchen besorgen. Da haben wir nicht mehr so viele. So, wir haben es minus 14 Grad, 14 Uhr. Warum geht das Ding jetzt noch inne off? So ein Quatsch. So, oh, es schneit. Es schneit. Wir laufen aber mal hoch zu dem Kollegen. Oh ja, er keucht schon wieder, er keucht schon wieder. Und da muss auch schon wieder was. Was hat er denn jetzt schon wieder? Was haben wir denn jetzt wieder verpasst? Er hat körperliche Stärke. Alles klar, wir müssen was trinken. Da trinken wir hier einen Schluck. Trinken. Die körperliche Stärke. Naja, gut. Wir müssten was essen, denke ich schon. Alles klar. Wir gehen erstmal zurück. Oder wie weit ist es noch? Nee, da gehen wir lieber erstmal zurück. Und werden was essen. Haben wir überhaupt hier in den Kisten noch was drin? Oh, da ist auch noch Krempel drin. Ach, du kriegst die da. Müssen wir alles noch ausräumen. Eieieiei. Wir haben noch zu tun hier. Das mache ich aber offline. Das mache ich offline. Hier haben wir doch auch. Was haben wir gebraucht? Kalkstein haben wir nicht irgendwo zu irgendeinem erfinden Kalkstein gebraucht. Drei Kalkstein haben wir. Da müssen wir mal schauen. Man weiß gar nicht, was man alles hat. So, Tür zu hier. Und zu den Stall. Konserven. Körperliche Stärke. Hier, wir nehmen ein reichhaltiges Dosenfleisch. Das werden wir uns kochen. Und da kochen wir uns nochmal ein reichhaltiges Dosenfleisch. Gibt es gleich zwei Portionen davon. Damit wir uns wieder aufpäppeln. Da hier kochen. Das halt, ich kann doch kein Kuh. Das wollte ich ein Buch verbrennen. Bücherverbrennung, das gibt's gar nicht. Bücherverbrennung gibt es gar nicht. So, unsere Süppchen sind fertig. Da tun wir gleich mal eins schnabulieren. Ach, das müssen wir erst hier rüberholen. Eins, zwei. Oh, da gibt es jetzt ein Festmahl. Da gibt es jetzt ein Festmahl. Und noch ein Süppchen rein. Und jetzt laufen wir hoch zu dem Händler. So, wie sieht es aus? 7200 körperliche Stärke ist wieder hoch. Hygiene, wir gehen mal raus an den Brunnen und waschen uns mal. Dafür haben wir ja. Bei diesem kalten Wetter stellen wir uns jetzt hier an den Brunnen und waschen uns. Waschen. Das ist kalt.
Ich spüre es richtig, wie kalt es ist. So, jetzt hoch zum Händler. So, durch unser Essen hat er auch ein bisschen mehr Energie, kann auch ein bisschen länger laufen. Da läuft er fast bis hoch jetzt, im Laufschritt. Naja, wenn wir wieder ordentlich körperliche Stärke haben. Na, jetzt baut er, aber ich lasse ihn mal jetzt. Das kann er auspendeln, auslaufen. Und so, da schauen wir doch mal. Was könnte ich bei dem lernen hier? Das war's. Ich möchte Fähigkeiten lernen. Medizin und Metallurgie. Medizin und Metallurgie, alles klar. Es gibt. Da gucken wir mal rein, was wir haben. Medizin sind wir bei 2,5 und Metallurgie auch ungefähr bei 2,5. Wenn wir jetzt gut sind, können wir das eigentlich voll machen. So, alles klar. E-Dialog. Ich habe ein paar gute Sachen für dich. Wir haben noch 46 Punkte. Da kriege ich bloß 5 davor. Das ist ein Schlitzohr. Ah ja. 30 sind 76. 50 sind 86. Und 80 sind zu viel. 65 auch zu viel. Dann machen wir es anders. Machen wir es so. Ergeben. Dialog. Ich möchte ein paar Fähigkeiten lernen. Medizin. Klasse 3. Gemeistert. Gut. Ich habe ein paar gute Sachen für dich. Wir haben noch 36. Wir brauchen 60 nochmal. Und 30 sind 66. Und 55 sind 91. Reicht. Ja, geht. Fähigkeiten dann. Medizin. Klasse 4 muss ich jetzt lernen. 80. Gut. Wir haben noch 11. Und 25 sind 36. Und 50 sind 61. 61, 76. 85 sind 96. Hergeben. Metallurgie. 30. Alles klar, gut. Jetzt gehen wir erstmal hier raus. Tschüss, sage ich jetzt erstmal. Jetzt schauen wir mal, wie viel wir jetzt haben. Wir haben die Medizin Klasse 3. Metallurgie müssen wir jetzt auch Klasse 3. Das sind immer jeweils 80. Alles klar, wir brauchen jetzt mehrmals 80. Und das werden wir sehen, dass wir das jetzt vollkriegen. Ein paar gute Sachen für dich. Wir haben noch 36. Und 25 sind 61. Sind 86. Hergeben. E-Dialog lernen. Medizin. Machen wir erstmal die Medizin voll. Ist klar. Gut. Ich habe ein paar gute Sachen für dich. Na, dann gucken wir mal. Meister der Waffen. Was gibt es denn wir dafür? Ich habe noch 6. 20. Das sind 26. Und 45 sind 51. Das sind 51. Und 55 sind 61. Und 65 sind 71. 95 sind 101, das kann ich hergeben. Da auf den einen Punkt kann ich verzichten. Fähigkeiten lernen Medizin. Klasse 5. So, wie weit sind wir jetzt mit? Werden wir ja gleich sehen, ob er uns die Medizin nochmal gibt. So, ich habe ein paar gute Sachen für dich.
15. 40. 70. 85. 100. Hergeben. Fähigkeiten lernen. Nochmal Medizin. So, gut, jetzt schauen wir mal wieder rein bei uns, wie weit wir mit der Medizin sind. Es wird schon wieder dunkel. Es wird schon wieder dunkel. Dann machen wir gleich mal wieder ein bisschen hell. Bildschirmeinstellung. Anwenden. Zurück, gut. Schauen wir rein, wie sieht's aus. Medizin haben wir voll. Absolut brauchen wir nichts mehr. Jetzt brauchen wir noch mindestens zweimal Metallurgie 80. Alles klar. Aber so viel haben wir gar nicht mehr dabei, wie es aussieht, oder? Was haben wir noch alles? Na, hier oben haben wir auch noch was. Gut. Okay. Ich habe ein paar gute Sachen für dich. Metallurgie Band 1. 10. 30. 60. 85. Habe ich noch was? So, dann machen wir weiter. Hergeben. So, Fähigkeiten. Metallurgie. Wieso? Medizin haben wir doch voll. Medizin. Ich möchte etwas anderes lernen. Metallurgie. Was ist Metallurgie voll? Oder brauche ich... Ah, da brauche ich bestimmt... Hä? Aber ich denke, das ist 80. Ich will nicht lernen. Ich habe ein paar gute Sachen für dich. 10. 40. Hergeben. Metallurgie. Wieso gibt er mir nichts weiter? Kann ich irgendwas tun, um Ihnen zu helfen? Gibt er mir nichts mehr oder was? Habe ich jetzt zu viel gelernt mit einmal? Naja gut, wir haben auf alle Fälle Punkte bei dem gut. Schauen wir mal rein. Metallurgie haben wir doch. Wir fehlen uns doch noch welche. Na gut, müssen wir mal sehen. Jetzt laufen wir mal zurück. Das war jetzt nicht, warum der uns das nicht lernen lässt. Keine Ahnung. Wir haben doch eigentlich genug Punkte. Wahrscheinlich kann man nur eine bestimmte Anzahl pro Durchgang oder pro Besuch bei dem lernen. Denke ich mir. Ansonsten an den Punkten könnte es nicht gelegen haben. Wir haben über 100 Punkte oder wir haben 100 Punkte und die Lernstufe kostet 80. So, meine Freunde, jetzt habe ich aber mal, wie viel hatten da drinnen, der Regenwassersammler? Gut, das ist uns jetzt egal. Die hauen wir jetzt weg hier. Dann nehmen wir mal unseren, das hauen wir mal kaputt. Genau, so. Die zwei hier auch noch. Dass der Mist mal wegkommt hier. Das hauen wir weg. Das hauen wir auch kleine. So, gut, haben wir da irgendwelchen Spittel, den wir mitnehmen können? Nö, da gibt's nichts. So, jetzt schauen wir aber mal in. Jetzt haben wir ja eigentlich fast wieder leer. Halt den Hammer weg. Und jetzt schauen wir, was wir hier noch rausschreiben können. Wir haben hier eigentlich einen Haufen. Ach, Stecker haben wir gekriegt, alles klar. Gut, dann nehmen wir mal das alles mit hier. Das drehen wir. Damit wir hier außen den ganzen Quatsch auch mal wegkriegen. Das drehen wir an. Hier haben wir empfindliche Teile. Empfindliche Teile. Dann haben wir nochmal Stoff. Solchen alten löchrigen. Was haben wir noch? Mal Alkohol. Solche. Taschenlampen.
Taschenlampe. Die tun wir hier oben rein. Jetzt haben wir noch solche Werkzeugkästen und so eine Batterie. So, jetzt schauen wir auch da mal hier an. Ach, was haben wir denn hier alles drin? Alles klar. So, alles klar. Jetzt gucken wir in den anderen noch rein. Die andere Kiste, damit wir diesen... Oh ja, das müssten wir doch eigentlich jetzt alles wegkriegen. Die packen wir hier rein. Die Steine packen wir hier rein. So eine Kiste, die drin... Was ist hier mit? Quatsch. Drehen. Drehen. So eine Werkzeugkiste passt nicht hier rein. Alles klar. Wieso passt das nicht hier rein? Und dann machen wir so Platz. Alles klar, gut. Das hier unten rein. Wir werden auch hier eine Werkzeugkiste noch wegkriegen. Und die Kohle, die drehen wir uns hier rein. Jetzt sind die Dinger leer. Alles klar. Nee, ich habe hier immer noch so ein Ding. Ich habe immer noch so ein Ding hier. Hm. Gut. Das liegt in unserer Nähe. Alles klar. Das legen wir wieder hier rein. Und das holen wir uns noch. Das schaffen wir aus dem Quatsch mal weg hier. Werkzeugkisten haben wir, glaube ich, noch hier bei uns. Oder haben wir da überhaupt noch was in unserem Wohnhaus? Weiß ich gar nicht. So, Steckchen haben wir jetzt massenweise durch die Wasser, Regenwassersammler. Voll, voll, voll. Alles klar, wir brauchen einen Steckchensammler. So, wo stellen wir uns den hin? Den können wir doch hierher. Steckchensammler. Stellen wir uns hier unter die Treppe. Ja, jawohl, jawohl. Box mal wieder ein bisschen. Hast du lange nicht gemacht. Fünf. Und aus Näheinrichtung einen Steckchensammler brauchen wir. Das ist Baumstamm Stockregal. Na bitte. Passt doch gar nicht. Passt doch gar nicht hierher. Nö. Nee. Wieso können wir das nicht hier herstellen? Hm. Da stellen wir es hier hinten, hinter die Steine. Hier hin. Oder? Ja, hier. Hier, nein. Da. Zwischen Treppe und Steine. Da steckt man es rein. Da. Und was brauchen wir jetzt für das Ding? Steckchen, 15 Stück. Was? Ich habe das Material. Gut, alles klar. Ist bereits voll. Alles klar. Dann, wie viel haben wir denn Steckchen noch einstecken? Überhaupt keine mehr. Haben wir alle Nein gekriegt? Na gut. Aber wir bauen das Ding jetzt. Moment. Wir holen uns jetzt die 15 Steckchen. Halt, wir müssen den Stinks ausschalten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Und jetzt bauen wir aber das Ding hier. F, alles rein, fertig, gut. Hier die Tür zu, da haben wir wenigstens eins auf Vorrat. Ne, brauchen wir noch nicht, gut. Was haben wir denn? Einfache Teile, haben wir einfache Teile dabei? Ja, hier rein. Stoff, den haben wir hier vorne. Akkus. Ach ja. Ja, ja. Armleuchter. Das ist ein Armleuchter. Das sind doch auch Batterien. Das ist auch ein Akku. Genau, kleine Haushaltsbatterie. Stellen wir hier rein. Werkzeugkisten. Haben wir da schon welche? Eisenbahn, Benzin, elektronische Bauteile. Was haben wir hier? Das ist auch noch so eine Kiste, wo man Haufen Krimskrams drin haben. Also haben wir auch noch nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt bald anfangen, oben Regale aufzustellen. Hier haben wir noch was. Also, packen wir hier mal rein. Habe ich drüben welche? Weiß ich nicht. Eins,
2, 3, 4. Habe ich hier noch welche einstecken? Nein. Also, Werkzeugkisten. Werkzeugkisten. Und speichern. So, alles klar. So, meine Freunde, das soll es dann erstmal für heute gewesen sein. Jetzt ist ein Kalt. Jetzt ist ein Kalt. Wir machen mal die Booted Neighbor, gehen mal rüber in unserer zum Kamin. Kann er sich vor den Kamin setzen. Heute ist Samstag, wo ihr dieses Video seht. Moment, ich gehe erstmal wieder raus hier. Ich mache erstmal die Helligkeit wieder runter. Bildschirmeinstellung wieder ein Stückchen zurückdrehen. Anwenden. Zurück. Der Kollege wird sich jetzt zu Bett legen. Das ist jetzt die letzte Folge vor Ostern von No One Survived. Ich wünsche euch allen eine schöne Osterfeiertage. Lasst euch beschenken. Aber denkt dran, da gibt es so ein Sprichwort, das muss ich heute noch loswerden. Wer Ostern mit den Eiern spielt, hat Weihnachten die Bescherung. In diesem Sinne, frohe Osterfeiertage. Tschüss.